Schöne und hässliche Menschen. Schöne Menschen sind meistens gesund. Sie sind zufrieden und glücklich, so wie sie geboren sind. Sie brauchen sehr wenig, um ihren wahren Glück zu spüren, wenn sie nicht manipuliert werden. Hässliche Menschen dagegen sind unglücklich und unzufrieden. Sie versuchen, ihren Glück und Zufriedenheit in anderen Dimensionen zu erlangen, indem sie durch Konsum, Kosmetik und Unterhaltung versuchen, sich und die Welt und die Natur zu verändern. Durch Reichtum, durch Autos, durch Schätze, durch Paläste, Raketen und Bomben versuchen sie, sich anders zu demonstrieren, stärker und besonderer. Durch Kosmetik, sie versuchen zum Beispiel irgendwelchen Farben und Chemie über sich zu schmieren und glauben damit, schöner zu sein. Oder auch durch die Unterhaltung versuchen sie dasselbe. Leider, das alles, was sie machen, macht die Erde jeden Tag ein Stück unglücklicher, weil alle diese Prozesse sind unnatürliche Prozesse, die keine Zukunft haben. Diese Menschen werden jeden Tag unglücklicher werden und die Erde wird auch unglücklicher werden. Leider, sage ich nochmal, dass solche politischen Verhältnisse entstanden sind, die heute dazu führen, dass gesunde, hässliche Menschen oder kranke Menschen sich in Massen vermehren können. Sie werden unterstützt, gefordert, wirklich sich in der Masse zu vermehren. Und schöne und gesunde Menschen werden missbraucht, um die Masse angeregt zu halten. Sie werden als sexuelle Anregung missbraucht, damit die Masse sich bewegt, sich unterhalten fühlt und dass sie wirklich auch sich vermehren können. Die meisten Menschen haben keine Ahnung von dunklen und hellen Mächten, also Gott und Teufel zum Beispiel. Sie sind einfach zufrieden und glücklich, etwas zu tun und Arbeit zu haben. Nur, das ist kein gesunder Prozess, was stattfindet, allgemein. Das, was ich behaupte, könntet ihr in allen Städten oder in der ganzen Welt beobachten, indem ihr auf den Menschen schaut, die Kinder gemacht haben. Das sind meistens wirklich keine schönen Menschen, die Kinder machen. Und die machen nicht nur ein Kind, sondern sie machen ganz, ganz viele Kinder. Und die schönen Menschen kriegen keine Sicherheit, zum Beispiel als Mann kriegt man keine Sicherheit, um Liebe und schöne Frau zu finden und dann schöne Kinder zu machen. Sie werden gemobbt und ausgegrenzt. Und als schöne Frau wird man manipuliert, dass sie ihren Körper und ihre Schönheit missbrauchen als Models, als Superstars, als pornografisches Irgendzeug, damit die Masse angeregt und angetrieben bleibt. Aber sie dürfen oder sie können keine Kinder machen, entweder weil sie manipuliert sind oder ausgegrenzt sind. Diese Prozesse können einfach keine Zukunft haben und das sind andauernde Prozesse, die schon seit sehr langer Zeit, also seit falschen Entwicklungszeiten sozusagen, angefangen haben. Ich würde sagen, schon über tausende von Jahren. Und schöne Menschen werden wirklich immer weniger und hässliche und kranke Menschen werden immer mehr. Und das Problem, warum das gefordert wird, weil es eine dunkle Kraft auf die Erde herrscht, die genau kranke und hässliche und ungesunde Menschen braucht. Weil kranke und hässliche und ungesunde Menschen brauchen jede Menge Medizin, brauchen sie jede Menge Kosmetik, Konsum, Unterhaltung, um die Erde zu vernichten. Aber gesunde, schöne Menschen würden einfach glücklich und zufrieden miteinander und mit der Natur zu leben. Und das will die dunkle Macht nicht. Die dunkle Macht will die Menschen instrumentalisieren, verändern, dass sie die Erde vernichten würden. Und dafür sind die kranken, hässlichen Menschen die besten Waffen dafür. Leider muss dieser Prozess beendet werden und ein neuer Weg, dass wirklich auch schöne Menschen sich vermehren können. Und wenn die hässlichen Menschen begreifen würden, was sie von falschen Prozess angefangen haben, können sie sich mindern und dadurch gesunder geboren werden. Aber indem sie glauben, in Massen sich zu vermehren und dadurch sich zu verbessern, ist genau der Fehler. Wenn sie versuchen, anstatt viele Kinder ein Kind zu machen und sehr überlegen zu erzeugen, würden sie vielleicht gesünder und schöner geboren werden. Und die schönen Menschen sollen auf jeden Fall Kinder bekommen. Und sehr viele.
mehr als die hessischen, damit die Menschen und die Erde gesund leben können. In diesem Sinne.